Wenn du dich mit dem Leben Abrahams beschäftigst, dann wirst du sehr bald feststellen, es ist ein Bild für unser Leben als Gläubige. Jemand, der von Gott herausgerufen wird aus seinem Umfeld und sich auf eine Glaubensreise macht, hin in ein verheißenes Land. Das ist das, was jeder Christ in seinem Leben erlebt. Die Bibel bezeichnet Abraham als einen Propheten. Das ist eigentümlich, denn eigentlich lesen wir nirgendwo, dass er prophetisch geredet hat, irgendwelche Prophetien weitergegeben hat oder Ähnliches. Gott selbst sagt das über ihn. Er ist ein Prophet. Und Gott gab ihm einen anderen Namen, denn ursprünglich hieß er Abram. Was heißt, mein Vater, damit ist Gott gemeint, ist erhaben, ist erhöht. Und Gott sagt, nein, dein Name soll nicht mehr Abram sein, sondern Abraham, was Vater einer Menge heißt oder Vater vieler Völker. Nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Nun hatte Abraham diesen Namen, diesen prophetischen Namen, aber sein Leben sah gar nicht danach aus. Er hatte keine Söhne, er hatte keine Nachfahren. Das war ja gerade sein Problem. Das war ja das Fiasko in seinem Leben. Aber er hatte diese prophetischen Namen. Und das finden wir mehrfach in der Bibel. Prophetische Namen, die nicht auf dem Ist-Zustand der Gegenwart basieren, schon gar nicht auf der Vergangenheit, sondern die in die Zukunft wiesen. Bei Josef beispielsweise. Bei Josef heißt es, er wird erhöht. Bei Gideon. Gideon heißt, derjenige, der niederstreckt. Und so weiter. Und das gilt für uns. Weißt du, wir sehen uns häufig so, wie wir jetzt sind. Wie unsere Vergangenheit uns geprägt hat. Wie unser Name im übertragenen Sinne eben so lautet. Aber Gott sagt, hey, ich benenne dich ganz anders. Ich habe einen anderen Namen für dich. Und wohne nicht in der Vergangenheit, sondern sieh, welchen Namen ich in Zukunft für dich habe. Das ist deine wahre Identität. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwas Komisches, Mysteriöses, sondern einfach Aussagen der Bibel, die sagen, wie deine Identität ist und wie du von Gott bezeichnet wirst. Das klingt dann beispielsweise so. Er nennt dich nicht abgelehnt, verstoßen, zurückgewiesen, sondern geliebt. Er nennt dich nicht schuldig, sondern gerecht gesprochen. Er nennt dich nicht sündig, sondern heilig, heilig in ihm. Er nennt dich nicht schwach, sondern stark und mächtig. Er nennt dich nicht niedergeschlagen, sondern siegreich. Er nennt dich nicht arm oder jämmerlich, sondern er nennt dich königlich. Das sind Bezeichnungen Gottes, die für dich gelten. Das ist deine wahre Identität und es gibt eine Fülle davon in der Bibel. Und das musst du für dich erfassen und ergreifen und sagen, ja, Gott hat etwas über mich ausgesprochen, einen prophetischen Namen, und den nehme ich für mich an. Darin wohne ich. Ich lasse mich nicht von den Prägungen und den Erfahrungen und den Niederlagen der Vergangenheit prägen, sondern ich sage, das, was Gott für mich hat, wie er mich bezeichnet, wie er mich sieht, wie meine wahre Identität ist, das ist es, wo ich mich hinbewege. Und ich lade dich dazu ein, dich damit zu beschäftigen. Wir haben auf unserer Webseite auch diesbezüglich einige Texte, die dir Hilfe geben. Und komm da hinein, ergreife diese Bezeichnung Gottes, diese Namen, die er für dich hat. Geliebt, königlich, erhaben, siegreich und so weiter. Du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.